Die Menschenrechte sind die Grundlage des Friedens. Heute werden beide angegriffen. Wir treffen uns in einer Zeit der Turbulenzen. Für unsere Welt, die Menschen und die Menschenrechte. Konflikte fordern gewaltige Blutopfer, während die Parteien die Menschenrechte mit Füßen treten. Auf lokaler Ebene, online, werden Communities zerrissen von Hassrede und anderen Unzuträglichkeiten. Ein Krieg wird geführt gegen die Armen, gegen die Natur. Alle diese Kämpfe haben eine Sache gemeinsam: Es ist ein Krieg gegen die grundlegenden Menschenrechte. Und der Einsatz für den Frieden beginnt mit dem vollen Einsatz für die Menschenrechte im sozialen Bereich, in allen anderen Bereichen, ohne zweierlei Maß. Wir brauchen eine Welt, die im Frieden lebt. Unsere Welt wird mit jedem Tag unsicherer. Nach Jahrzehnten stabiler Machtverhältnisse erleben wir einen Übergang in eine Zeit der Multipolarität mit neuen Chancen für Führungsstärke und Gerechtigkeit auf internationaler Ebene. Eine Multilateralität ohne starke multilaterale Institutionen ist jedoch ein Rezept für Chaos. Die Mächte stehen in Konkurrenz, die Spannungen nehmen zu, die Rechtsstaatlichkeit und die Kriegsbedingungen werden untergraben. Von Myanmar bis Gaza, überall in der Welt, kümmern sich die Kriegsparteien nicht um das Völkerrecht, die Genfer Konvention oder auch die Charta der Vereinten Nationen. Der Sicherheitsrat ist häufig blockiert und kann die wichtigsten Sicherheits- und Friedensfragen unserer Zeit nicht behandeln. Die Unschlüssigkeit des Rates zu den Vorgängen in Gaza und der militärischen Invasion durch Israel nach den schrecklichen Terroranschlägen der Hamas im Oktober zeigen, dass die Autorität der Vereinten Nationen deutlich untergraben ist. Der Sicherheitsrat muss klar reformiert werden in der Zusammensetzung und bei den Arbeitsmethoden. Nichts rechtfertigt es, dass Menschen bewusst getötet werden, dass Zivilisten verschleppt werden, sexuelle Gewalt angewandt wird und wahllos Raketen auf Israel abgeschossen werden. Aber nichts rechtfertigt auch die kollektive Bestrafung des palästinensischen Volkes. Ich habe Artikel 99 erstmals während meiner Amtszeit angewandt, um möglichst viel Druck auf den Rat auszuüben, damit dieser alles Denkbare tut, um Blutvergießen in Gaza zu verhindern und eine Deeskalation zu erreichen. Das hat nicht ausgereicht. Das humanitäre Völkerrecht wird weiter angegriffen. Zehntausende Zivilisten, darunter Frauen und Kinder, werden in Gaza getötet. Die humanitäre Hilfe ist nach wie vor unzureichend. Rafah steht im Mittelpunkt einer humanitären Rettungsoperation und die UNRWA, das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, ist hier das Rückgrat des Ganzen. Und hier dürfen die über 1 Million palästinensischen Flüchtlinge geschützt werden. Sie müssen geschützt werden, sonst wäre das der Sargnagel für unser Hilfsprogramm. Wir brauchen einen Waffenstillstand und die sofortige, bedingungslose Freilassung aller Geiseln. Die Regierungen müssen mehr tun für Frieden und Sicherheit auf der Grundlage der Menschenrechte. Der Gipfel der Zukunft im September ist unsere Chance für ein solches neues Engagement. Die neue Agenda für den Frieden, die auf dem Gipfel erörtert werden soll, nutzt die Menschenrechte, um Gewalt in jeder Form zu beenden. Ein neuer Aufruf, tätig zu werden bei den Menschenrechten, ergeht und wir müssen vorgehen gegen Gewalt und unterstreichen dabei die Notwendigkeit umfassender Ansätze bei den wirklichen Konfliktursachen. Erfolgreiche Friedensprozesse von Kolumbien bis Nordirland zeigen, dass das ganze Spektrum der Menschenrechte unverzichtbar ist für die Schaffung des Friedens. Die neue Agenda für den Frieden erkennt an, dass die Sicherheitspolitik, die an den Menschenrechten vorbeigeht, Gemeinschaften teilt, Ungleichheit verstärkt und die Menschen in den Extremismus treibt. Alle militärischen Konflikte müssen die Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht achten und neue Entwicklungsstrategien einbeziehen. Wir brauchen eine Sicherheitspolitik, die auf den Menschen gerichtet ist, mit vollem Schutz für Frauen und Kinder und unter Vertretung junger Menschen. Die Menschenrechte müssen im Mittelpunkt stehen, auch bei neuen Waffentechnologien, einschließlich der künstlichen Intelligenz.
Wir brauchen das völlige Verbot tödlicher autonomer Waffen, die töten können, ohne dass Menschen beteiligt sind. Menschenrechte und humanitäres Recht müssen auch im Cyberraum gelten. Wir brauchen eine engere Zusammenarbeit zwischen den Einrichtungen der Menschenrechte bei den Vereinten Nationen, um gegen Verstöße vorgehen zu können und bei Friedensoperationen wirksam handeln zu können.